dass manche Menschen ein Schwarz-Weiß-Bild haben von Religion und auch gerade vom Islam oder Moslems. Mich regt vor allem religiöse Unwissenheit auf, wenn Menschen über Religion, Konfessionen urteilen, obwohl sie keine Ahnung haben. Also wieso das so wichtig ist, wieso man sich da so von den anderen abgrenzen muss, wieso das so ein Kriterium ist, sich zu irgendeiner Herde zu bekennen. Ich finde es schade, dass man nicht unterscheidet zwischen Extremisten und Muslimen. Es gibt halt immer schwarze Schafe überall und die werden dann halt rausgepickt und aufs Gesamte einfach projiziert und das finde ich nicht in Ordnung.